zurück zu einem weiteren Part bei Guild Wars. Ja, die letzte Folge gab es eine kleine Zwischenpause. Da haben wir dann die legendäre Waffe, die Flammensucher-Prophezeiung, fertig gemacht. Und die quatschen mir hier voll laut ins Ohr. Ich habe mit den Soundeinstellungen ein bisschen rumgespielt und hoffe, das klappt jetzt ein bisschen besser. Und ich sehe schon, hier ist die Super Adventure Box. Heißt, wir haben bald auch wieder das Event mit der Super Adventure Box. Aber ja, heute nach einer Woche Pause geht's dann weiter mit der Geschichte. Wir sind übrigens schon Lebendige Welt Staffel 3, falls das noch nicht angekommen ist. Und sind jetzt im zweiten Kapitel und müssen durch dieses Portal wieder zu Rata Novus gehen. So, dann schauen wir mal. Stimmt das Portal auf Taimis Geheimlabor ein? Okay. Benötigt sich mit Pack abzugeben. Finale Phase abgeschlossen. Code akzeptiert. Ja. Relais 04687 aktiviert. Okay, heißt wir dürfen... Ah, cool, wir müssen diesmal nichts machen. Wir können direkt durchgehen dann. Dann bin ich mal gespannt. Ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es jetzt schon eine Ewigkeit her, irgendwelche Videos aufzunehmen. Ah, stimmt, wir haben das rausgekriegt, dass Primordus aktiv ist, genau. Hey, ich freue mich auch, euch zu sehen. Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so bald wieder mit einem Drachen zu tun haben würden. Was das betrifft, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die schlechte Nachricht? Großartige Idee. Zuerst die gute Nachricht. Ha! Zieht euch das mal optisch rein, auch hinter die Augenbinde. Andere Platten auf dem Boden. Beeindruckend. Mhm. Nein, das ist ein weiteres Geheimnis von Rata Novus, hinter das ich gekommen bin. Wenn ihr euch da drauf stellt, werdet ihr in diesen verrückten Simulationsraum teleportiert, den die Norvaner entwickelt, aber nie fertiggestellt haben. Und ihr habt ihn fertiggestellt? Nun ja. Nein, ich kam, naja, nicht drauf, wie. Wie bitte? Ich kam nicht drauf, wie, kapiert? Rein zufällig lag es außerhalb meines gigantischen, ungeheuer profunden Wissens. Egal, jetzt funktioniert er. Das ist die Hauptsache, dass es funktioniert. Einen Asura, der über einige Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügt. Er hat ihn für mich zum Laufen gebracht. Was macht das Ding? Er kann zahlreiche experimentelle Theorien verarbeiten, aber entwickelt haben ihn die Rata Novana, um sich selbst gegen verschiedene Drachendiener von Primordus zu testen. Wollt ihr es mal ausprobieren? Oh ja, gern. Wäre nützlich zu erfahren, womit wir es zu tun bekommen. Perfekt! Und ich kann dabei gleich ein paar Berechnungen anstellen und sehen, was der Raum so alles kann. Mhm. Also können wir bestimmte Szenarien durchgehen, wie die Zukunft sein kann. Da kommt Welle 1, Leute. Okay. Ein künstlicher Kampf. Kann ja wohl nicht schwer sein, oder? Ich vermerke alle Muster oder besonderen Angriffe, die ich sehe, während ihr bei der Arbeit seid. Die werden uns nur helfen, wenn wir vor dem echten Feind stehen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Okay. Schnell. Flammen! Ah, da sind jetzt die anderen, okay. Macht gibt. Spür das Brennen! Aufgeladen! Wah, mein Leben! Oh mein Gott! Spür den Schlag, überflutet! Okay, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr habt hier Erstaunliches geleistet, Taimi. Ja. Schlaft ihr eigentlich nie? Keine Zeit dafür, Kommandeur. Gegen Mordremos anzutreten war eine Sache. Klar, man will ja die Welt retten und so. Luff. Aber sich als Asura gegen Primordus zu stellen? Nun, ich hoffe, ihr wisst, dass wir alle hinter euch stehen. Ich dachte, wir hätten mit Caudecus und Lazarus genug zu tun, aber ich denke, einen kleinen Abstecher in die Zittergipfel, um einen Drachen zu erledigen, kriegen wir schon noch unter. Tja, es gibt da schon noch was, von dem ich euch noch nichts erzählt habe. Nach dem, was ich dokumentiert habe, ist Primordus erwacht. Das wisst ihr ja. Aber es gibt noch mehr. Er hat sich bewegt.
sich einen Tunnel zu den Feuerinseln gegraben, südlich von Maguma. Wenn wir jetzt wissen, wo er ist, warum klopfen wir da nicht einfach an seine Tür und verpassen ihm eine warme Begrüßung? Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Warum hat er sich bewegt? Ich vermute mal, Mordremos Tod und die dabei freigesetzte Magie hat Primordus aufgeweckt. Und dann, weil sich im Süden eine Menge Energie gesammelt hat. Im Süden, okay. Also hat er sich aufgemacht, um mächtiger zu werden. Großartig. Mhm. Interessant. Okay, jetzt kriegen wir die nächste. Die schlechte Nachricht. Fahrt fort. Seid ihr bereit? Nein. Nicht, dass ihr das seid. Vielleicht solltet ihr euch setzen. Aufgeladen. Nein, steht. Bleibt stehen. Also, hier kommt's. Jormark ist auch aktiv. Was? Ja gut, das wussten wir doch irgendwie, oder? Ich dachte, das meiste von diesem Technikkram sei auf Primordus eingestellt. Bram hat einen Brief aus den Zittergipfeln geschrieben. Was stand denn drin? Jormark ist aktiv. Graham. Mhm. Er ist ein Norn weniger Worte. Zwei Drachen auf einmal. Mega. Ja, passt wieder perfekt zu uns. Gutes, oder? Keiner von beiden hat sich aufgeführt wie Mordremos. Okay. Naja, bisher zumindest nicht. Da draußen gibt es so viel überschüssige Energie, dass alle alten Regeln neu geschrieben werden. Die nächste Welle ist bereit. Okay. Das kommt mir komisch vor. Was ist das denn? Ich werde jetzt einfach mal behaupten, dass Primordus keine Affen als Drachendiener hat. Es sei denn, sie haben sich erst Verteidigung dann an. Und zwar völlig. Oh mein Gott. Moto. 2 Minuten habe ich ihn mit dem Code des Raubs allein gelassen. Aufgeladen. Spürt das Brennen. Gott! Überflutet! Schnell! Erst Verteidigung, dann Angriff. Ja, klar. Wie machen wir uns gegen die Simulation, Tiny? Die höchste Punktzahl habt ihr noch nicht geschlagen. Okay. Die hat nach wie vor Cammy, eine der Stoßtrupp-Anführerinnen auf den Feuerinseln. Mhm. Sie ist allerdings wirklich knallhart, daher... Was? Noch eine Asura? Ich dachte, ihr haltet das alles geheim. Ich musste Cammy einweihen. A, sie ist klasse, keine Sorge. Und B, jemand musste uns Deckung geben, während Moto und ich dieses Ding zum Laufen gebracht haben. Ihr habt bereits Leute auf den Feuerinseln? Ich habe ein paar, sagen wir mal, vertrauenswürdige Gefährten dort, die ein Portal einrichten und Kundschaften. Aber eigentlich hat Flank die ganze Operation organisiert. Die Bewegungen von Primordus hatte ich absichtlich nicht weiter verfolgt. Das ist gut, denn so habe ich eine Weile Ruhe vor seinem Gerede. Und außerdem kann er sich wichtig fühlen. Ihr seid gerade mal 16 Jahre alt und versucht einfach... 16 Jahre ist sie. ...zu manipulieren? Wie krass. Bewundernswert und ein bisschen beunruhigend, Tiny. Ich werde bald über euch alle herrschen! Verzeihung, hat der Kommunikator das übertragen? Das wird üble Folgen haben. Tiny. Okay, gewaltiger Zerstörerkrebs. Da sind noch diese kleinen Teile. Macht leiden sollt ihr.
Ah, da ist der nächste. Ich dachte schon, es sind ja meistens mehr. Ja, toll. Sobald ich Foto wieder hier reinkriege, um die Fehler zu beheben. Na los geht's! Mich hält nichts unter Kontrolle. Verlass die Simulation. Okay. Okay. Haben wir es geschafft. Mit 2-3 Mal umfallen, aber wir haben es geschafft. Mit Ausnahme einiger Affenanomalien war der Raum sehr eindrucksvoll. Nächstes Mal solltet ihr ein paar Diener Jormarks programmieren. Aufgeladen! Wisst ihr vielleicht, was mit den anderen Altdrachen los ist? Keine Ahnung, was Kalkatorik betrifft. Dasselbe gilt für... Ach, wie ist der gleich? Hirnaussetzer, fängt mit S an oder so. Wie wär's mit einer Schwäche? Diese ganze Maschinerie muss doch zu irgendwas gut sein. Da hat er recht. Warum kanalisiert ihr euch nicht ein bisschen Geduld aus den Nebeln, Tribun? Eine ganze Generation von brillanten Asura hat's nicht herausgefunden, aber klar, ich schon, in 5 Minuten. Vielleicht hättet ihr eure Forschung so offen halten sollen wie euer Mundwerk. Dann hättet ihr das Rätsel längst gelöst. Und nicht streiten, bitte. Wollt ihr mir jetzt was zum Thema Offenheit erklären? Erzählt mir nochmal, was ist gleich in den Nebeln mit euch passiert? Ja, genau, schweigt euch nur aus. Schon gut, schon gut. Wir gehören alle zum gleichen Trupp. Aber habt ihr denn irgendeinen Fortschritt gemacht? Nur ein paar Riesensprünge. Zunächst mal, erinnert ihr euch an das Chuck-Organ? Ja, das Ding da. Diesen entsetzlichen, widerwärtigen Körperteil eines noch viel widerwärtigeren Rieseninsekts, den ihr in dieser scheußlichen Flüssigkeit einer vermoderten Kapsel aufbewahrt? Ja, daran erinnere ich mich, obwohl ich verzweifelt versuche, ihn zu vergessen. Ich habe es Spencer getauft. Was? Spencer? Das ist irgendwie noch beunruhigender geworden. Rotlock. Hör nicht hin, Spence. Sei es drum. Ich habe entdeckt, warum Ley-Energie anders ist, wenn sie durch ihn fließt. Und das sprengt alle bisherigen Paradigmen. Chuck ernährt sich doch von Ley-Energie, richtig? Ja. Und wir wissen, dass jeder Drache eine Domäne hat, was seine Magie betrifft. Saitans war offensichtlich der Tod. Also, wisst ihr, was Chuck auf jeden Fall schlimmes Bauchweh bereitet? Todesmagie. Spencer filtert Tod aus Ley-Energie heraus. Magie ist also fast wie Licht. Aufgefächert in ein Spektrum? Genau so kann man das sehen. Perfekt. Magie, wie wir sie kennen, ist wie weißes Licht. Sie besteht aus all den unterschiedlichen Arten von Drachenmagie. Mit dieser Entdeckung lande ich in asurischen Geschichtsbüchern. Ich bekakele ja gern alles bis in sämtliche Einzelheiten, aber wie soll uns das weiterhelfen? Das weiß ich noch nicht. Werde ich aber. Ab jetzt schlafe ich überhaupt nie mehr. Nun, ich bin sicher, ihr könnt es kaum erwarten, eure Techniken am echten Feind auf den Feuerinseln auszuprobieren. Gehen wir also zurück ins Hauptlabor. Okay. Da dürfen wir lang, ne? Genau. So. Und jetzt? Ridlock Brimstone. Tribun, wenn ich bitten darf, Soldaten. Ist es nicht mehr. Nein. Oh. Ihr habt zahlreiche Anfragen der Schwarzen Zitadelle ignoriert, eure Zeit in den Nebeln und diese neue Magie zu erklären. Daher wird euch euer Rang aberkannt und ihr werdet hier mit der Pflichtverletzung im Dienst angeklagt. Oha. Ihr habt mit uns zu kommen, Ridlock. Und wenn nicht... Wir sind autorisiert, Gewalt anzuwenden. Aber wir möchten ungern eine Szene machen. Okay. Das kann ich mir vorstellen, Welpe. Wenn ihr diesen Auftrag bekommen habt, müsst ihr entweder die besten Krieger der Eisenlegion sein oder aber die größten Pechvögel. Stimmt beides. Also. Kann beides stimmen. Klassenbester. Aber es fühlt sich allmählich an wie sowohl als auch. Ridlock? Schon gut, Kommandeur. Ich regel das. Wie es scheint, habe ich die Zitadelle unterschätzt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Medaille, die ich euch heute einbringe, Soldat. Auf eurem Rückweg wird Ridlock Brimstone hinter euch her dackeln. Kampf los!
Das hängt ganz davon ab, wie ihr mich auf der Reise unterzubringen gedenkt. Ihr könnt meinen Sitzplatz haben. Ach kommt, Vikon. Wollt ihr ihn jetzt auch noch verhätscheln? Tut mir leid, dass ich den ganzen Spaß verpassen werde, Kommandeur. Ich komme nach, sobald ich kann. Ja, ich hoffe aber im alten Zustand. Tja, sieht aus, als müsste ich allein auf die Feuerinseln. Feuerinseln? Okay, wir kriegen wahrscheinlich ein neues Kartengebiet, so wie ich das jetzt Zeit, an Schraddel 2.0 zu arbeiten. Vermute. Obendrein muss ich anfangen, das Ding zu programmieren, von dem ich euch erzählt habe, wegen dem Dings mit den neuen Dingsbums-Erkenntnissen. Jupp. Wir wissen Bescheid. Hilfe! So helft mir doch! Windel, was ist passiert? Die Feuerinseln, unsere Gruppe, alle dahin. Wir hätten die Hauptaußenposten nie verlassen dürfen. Kami hat sie zurückgehalten, solange sie konnte, aber... Nein! Hat sie überlebt? Nein. Sie sind anders geworden, Taimi. Die Zerstörer dort. Oh. Anders geworden? Wie? Wie Auferstandene und Mordrim. Unaufhaltbar. Auferstandene und Mordrim? Was meint ihr damit? Sie sind nicht mehr, wie sie waren. Andere Angriffe, sie fühlen sich anders an. Keine Ahnung. Schon gut, schon gut. Nehmt ihn mit und kümmert euch um ihn. Oh was Gott, alles zu geht ja gut was ab wieder. Keine Ahnung, er könnte... Aber ja, es ist wie das, was ihr über den Affen gesagt habt. Sie haben sich verändert, das ist... Deswegen konnte Mordrim aus... Die Mordrim, Kommandeur! Was ist mit ihnen? Diejenigen, die aus den vermoderten Kapseln kamen. Mordremos hatte ja schon Diener, die Silvari, richtig? Ja. Aber er war in der Lage, weitere zu erschaffen. Neue, aus Toten. Diese Kraft kam von Saitan. Saitans Tod hat die anderen Drachen in die Lage versetzt, das Spektrum des Todes zu absorbieren. Aber gesehen haben wir es nur bei Mordremos, weil er aktiv war. Dann haben wir Mordremos getötet. Und jetzt hat Primordus etwas von dem Tod und der Pflanzenhaftigkeit absorbiert. Glaube ich. Können würde zumindest Sinn machen. Ich gehe und besorge euch eine Probe dieser neuen Zerstörer. Das wäre große Klasse, Kommandeur. Seht euch vor und lasst mich wissen, was ihr findet. Ich stecke in eurer Tasche. Alles klar. So klein wie sie ist, könnte sie wahrscheinlich in die Tasche reinpassen. So, wir müssen per Portal zur Glutbucht. Wir kommen zur Glutbucht. Das ist auch eine relativ kleine Karte. Die Beute der Schlacht. Na, es geht. Hat so ein bisschen was von grasgrüne Schwelle an sich. Okay, hier ist Bell. Kommandeur, willkommen auf den Feuerinseln. Dankeschön. Passender Name. Überrascht mich, dass ihr irgendwas überleben kann. Kriege ich einen Statusbericht? Wir sind noch beim Auswerten, aber unsere ersten Ergebnisse sind beunruhigend. Die Ankunft von Primordus hat massive Auswirkungen auf die Insel. Die Anzahl der Zerstörer erreicht Rekordhöhe und auch die lokalen seismischen und vulkanischen Aktivitäten haben sich deutlich verstärkt. Ich habe versucht, Taimi zu verständigen, aber die atmosphärischen Störungen machen es uns so gut wie unmöglich, über lange Distanzen zu kommunizieren. Ich bezweifle, dass euch der Kommunikator, den sie euch gab, viel nutzen wird, während ihr hier seid. Was die Zerstörer betrifft, es hieß, sie zeigten neue Fähigkeiten, hätten sich irgendwie verändert. Ich bin gekommen, um Proben zur Bestätigung des Berichts zu sammeln. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Vor kurzer Zeit schickten wir eine Späherin nach Osten, um ein Nest zu finden. Ach, ist die Dort süß. Würde ich die Suche an eurer Stelle beginnen. Sieht aus wie so ein kleines Baby. Findet Forscherin Tweely. Wo ist denn Tweely? Hier hinten ist Tweely. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns mal ein Panorama an, dass wir einen Überblick von der Karte bekommen. Es ist eine sehr coole Karte. Viel mit Lava erinnert einen so ein bisschen an die ganzen Ascalon-Karten. Allein das mit diesen Totenköpfen, mega cool. Sieht schon mega cool aus. Und man hat da oben dann diesen Lava-Spot. Richtig cool, man hat überall Thermodinger da, wie die heißen. Moment. Hier. Thermorohre, die man nutzen kann, sobald man es über die Beherrschungspunkte gelevelt hat. Und wir haben Ley-Linien, die einen auch über die Karte bringen. Wir können das ja mal testen. Das ist auch erst frei, wenn man das per Beherrschungslevel freigeschaltet hat. Und so kann man halt relativ schnell über die Karte
ohne groß sich einen abzuwürgen. Okay, wir sind jetzt hier und müssen aber hier hinter. Schauen wir mal, wo die Forscherin ist. Tweely hieß sie, ne? Mechanik, da ist Tweely. Oh Gott, jetzt regnet es hier Lavasteinchen. Was wollt ihr? Ich habe genug damit zu tun, zuzusehen, wie meine Arbeit wiederholt von Monstern zerstört wird. Wenn es euch also nichts ausmacht. Nur die Ruhe. Timey schickt mich. Ich bin hier, um euch zu helfen, diese Zerstörerproben zu besorgen. Endlich Unterstützung. Ich habe ein recht großes Zerstörernest aufgespürt. Doch die Biester haben mich überfallen. Haben meine Kommunikationsausrüstung kaputt gemacht. Hilft mir mit den Zerstörern fertig zu werden und repariert die Ausrüstung. Dann bringe ich Timey alle Proben, die ihr mir liefert. Betrachtet es als erledigt. Machen wir schnell. Je eher wir fertig sind, desto früher können wir alle zurück in eine weniger lebensbedrohliche Umgebung. Okay. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier auf der Karte wieder ein paar Herzen. 5 Stück insgesamt. Die haben wir dann hin und wieder mal. Genau, wir hätten jetzt auch hier schon irgendwas. Also wir müssen besiegt Zerstörer, bis ihr eine eigene Probe findet. Neues Start eines Aufnahmegeräts. Okay. Wo sind denn so Zerstörer? Da sind so Zerstörer. Okay, scheint hat das ein bisschen was mit dem Herz zu tun, würde ich jetzt vermuten. Besiegt Zerstörer ist hier ein geeigneter Neubau eines Aufnahmegeräts. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall nebenbei das Herzchen jetzt noch in den letzten Minuten, die wir haben. Und ich glaube, wir können aufgeladen. Diese Dinge auch sammeln. Ein Lava-Elementar. Da sind aber Zerstörer. Okay. Die Probe haben wir scheins. Ja, Zerstörerprobe. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch das, Herz fertig, dass wir das auf jeden Fall schon haben. Weil ich meine, das sind Herzen, die man wiederholen kann. Dann holen wir mal den Beobachter wieder. Dann müssen wir Neustart eines Aufnahmegeräts machen. Okay, wir müssen scheint Sachen sammeln. Bei allen Winden. Spürt das Brennen. Aufgeladen. Können wir mit dem jetzt irgendwie interagieren? Nee, leider nicht. Okay. Haben wir hier das Teil. Kehrt zu Forscherin Tweely zurück. Okay, wir werden mal hier noch ein paar beleben und noch ein paar Zerstörer zerstören. Dass wir unser Herzchen noch auf jeden Fall machen. Auch wenn ich es jetzt das dritte Mal sage. Da ist noch ein Zerstörer. Das ist aber ein Lavawürmchen. Aber die zählen auch. Okay, also Lavawürmer zählen auch. Beleben wir den mal. Da sind auch noch so datenmagische Kamera. Und unser Lava... unser Feuerelementar geht dem Lava-Elementar auf die Nerven. Jetzt kommt er wieder zu uns zurück. Okay. So. Ja, cool. Wir haben dann eine weitere Karte. Wir sind von der... Oh, guck mal, was für ein Jumpy wir hingelegt haben. Wir sind von der Blutsteinsumpf hier runter zur Glutbucht gekommen. Schon cool. Da haben wir noch einen... Die Luft ist mein Element. Spürt das Brennen! Zerstörer. Der Feuerelementar kommt auch zu uns. Das ist sehr gut. Das ist eigentlich ein ganz cooler Name, Tweely. Und manchmal kann man hier dann zum Beispiel das hier noch kaufen für Karma, da kriegt man dann die Blöcke und kann bestimmte Items kaufen, die man dann für bestimmte Sammlungen braucht. Und schaut, hier gibt es 49, 39 und 50 entfesselte Magie, die man für bestimmte Sammlungen, gerade legendäre Teile und sowas benötigt. Heißt, immer mal reinschauen, aber
Doch, das ist ein Herzchen, was man jederzeit am nächsten Tag wiederholen kann. Gut gemacht und vielen Dank. Ich übernehme jetzt die Proben. Seid versichert, ich bringe sie sofort zu Taimi. Okay. Oh, weia, das ist nicht normal. Nicht normal? Normal? Wie nicht normal? In der Glutbucht hat es immer schon starke vulkanische und seismische Aktivität gegeben. Ja. Aber so intensiv wie das hier war es noch nie. Okay. Ich vermute, das verdanken wir Primordus. Die Erde hat sich angefühlt, als wollte sie gleich unter uns bersten. Sind die Inseln in Gefahr? Schon möglich, wenn der Drache anwesend ist. Leider verfüge ich nicht über die passende Ausrüstung, das genauer zu eruieren. Einer meiner Kollegen wurde beauftragt, die seismische Aktivität unmittelbar östlich von hier zu beobachten. Er könnte mehr wissen. Ich überprüfe das mal. Okay. Wir überprüfen das aber aktiv dann im nächsten Part. Auf jeden Fall würde ich, wenn man die Herzen anfängt, sie direkt versuchen fertig zu machen. Denn alles aus Staffel 3, Staffel 4 sind Zutaten und auch Ressourcen, die man für die ganzen legendären Komponenten benötigt. Gerade was Vision oder Aurora angeht, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall die Accessoires. Das hat auf jeden Fall was mit den Staffel 3 zu tun. Einen Ring kann man sich aus dem WVW holen, den anderen aus dem Raid, soweit ich weiß. Genau. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Part dir soweit gefallen hat. Wir können jetzt, da wir hier komplett alleine sind, einmal zum Abschied winken. Und ich freue mich dann natürlich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.